Oh Mann, es ist spät, ey. Und ich habe so krasse Kopfschmerzen. Aber irgendwie, ey, irgendwie, ey, ich muss sagen. Manche kennen das, es ist 2 Uhr nachts nach 5 Joints und 3 Promille. Ich bin völlig im Arsch, aber da ist noch ein eiserner Wille, die eisige Stille heute Nacht nochmal zu vertreiben, ein Beat zu basteln und dann sogar vielleicht noch was zu schreiben. Ist es ein Nervenleiden oder warum sitze ich jetzt noch vor am Rechner? Egal, ich weiß, dass so ein Produkt das letzte Mal ein Flash war. Vielleicht will es auch Trasher, an meinem Zustand wohl nicht schwer. Denn außer Alkohol und Nebelschwaden ist mein Kopf voll leer. Doch dann ertönt auch schon die Snare. War ich das jetzt? Wo kommt sie her? Ist mir egal, ich mag sie sehr und suche dann nach meinen Drums. Vielleicht finde ich diese nie, wegen mangelnden Verstands. Nee, Moment mal, ich kann's. Da kommt sie dann auch schon ins Spiel. Es ist eine Drum oder ein Bass. Auf jeden Fall ein krasser Deal. Zurück zum Text. So langsam komme ich wieder zu meiner Routine und sitze völlig breit mal wieder vor meiner Maschine. Scheiß auf eine Basslinie. Was ich brauche ist eine Hi-Hat. Beat am Rollen, 3 Uhr nachts. Ey, alle, ist es spät. Ey, yo, alle, was geht? Was hab ich mit den Hi-Hats verbrochen? Egal, ich höre mein Herz halt schon zu diesem Beat pochen. Bis tief in die Knochen fühle ich das Verlangen nach einem Sample. Ich durchsuche meinen Krempel mit dem Prosa Nostra Stempel. Es dauert nicht lange und ich habe eine gute Idee. Also spiele ich sie ein und frage mich, ist es okay? Und so drücke ich die Tasten und ziehe dann mein Resümee. Ah. Yes. Und ich fange an zu nicken und ich fange an zu tanzen. Fange an mich drauf zu schicken und fange dabei an zu stampfen. Die Nachbarn verkrampfen, ich habe sie gerade aufgeweckt. Sie schauen aus dem Fenster und schreien, sie haben keinen Respekt. Ich habe mich da nicht versteckt, ich dachte der Typ wäre ein MC. Und so torkel ich zum Fenster und schreie, du bettelst mich nie. Der Typ rafft nix, brüllt nur noch real, der macht die Scheiße aus. Doch ich dreh den Beat noch lauter und lass dann meine Reime raus. Hier kommt der böse Mr. Tide, Mr. Batman Mike. Bist du bereit? Es tut mir leid, doch ich dreh ans Mike und komm mal wieder stressig. Oh nein, ich komm nicht gefährlich, ich komm gehässig und flächig. Mächtig, will prächtig fließen in Flows, wo jedes Wort noch echt ist. Gib mir einen Löffel, ich fress dich. Gib mir ein Messer, ich erstech dich. Kämpf an meiner Seite und fall um alle, ich schwör, ich recht. Hier kommt die Wahrheit und flech dich. Für die Wahrheit bist du zu schmächtig. Ich ficke dich kräftig, weil das hier ein Wortwechselgefecht ist. Was willst du da drüben noch, hä? Was willst du da drüben noch, Alter? Nach diesen letzten Worten ist der Nachbar verschwunden. Ich fange wieder an zu tanzen, dreh im Zimmer Ehrenrunden. Nur wenige Sekunden später bastel ich weiter und mache mit einem kleinen Sound den Beat noch etwas ausgefeilter. Das ist streitbar, aber das Ding könnte noch ein Sample vertragen. Also fange ich an, die Sounds durch meinen Archive zu jagen. Milliarden von Sounds und ich denke, Alter, was wollte ich jetzt sagen? Mein Sampler stellt Fragen. Ey Kollege, hast du einen Schaden? Na super, jetzt fange ich auch noch an zu halluzinieren. Aber irgendwie scheint mich diese Tatsache zu faszinieren. Ich muss die Sounds integrieren, doch was drängt sich da in mein Ohr? Wenn ich jetzt total bescheuert oder hör ich da einen Chor? Hardcore! Da ist er wirklich und mein Sampler grinst mich an. Und ich denke mir, ich wusste nicht, dass er das selbstständig kann. Wann das hier alles begann, weiß ich nicht. Und auch noch einen Spliff und sage dann zu meinem Sampler, ey, da fehlt der letzte Schritt. Komm ausgesprochen, schon geklärt. Was hat die Nacht mir jetzt beschert? Ist der Beat richtig nice oder ist das Ganze total verkehrt? Ich bin unzurechnungsfähig, der Beat wohl krank und gar nicht geil. Trotzdem brauch ich erstmal noch eine ganze Stunde Freestyle. Mad Mike am Mike, 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 Mad Mike am Mike. Mad Mike am Mike, Mad Mike am Mike. Es geht Schallbecker, als ich anfange mit meiner Technik zu reden. Das Schlimme ist, dass mir alle Gerede eine Antwort geben. Deswegen falle ich irgendwann total verstrahlt ins Bett. Und das Letzte, was ich denke, ist der Beat fett. Nach mittags werde ich immer noch verstrahlt, dann wach in meinen Ohren irgendwelcher ohrenbetäubender Krach. Ich träumte von Schach, was ich spielte mit einem Roboter. Ich glaube, ich träumte, dass ich fliege, so wie Harry Potter. Ich habe geträumt, ich war zu Gast in einer großen Oper. Nur dass der Typ mit der Bassstimme wohl irgendwie tot war. Ich hab geträumt, dass ich einen Typ kennenlernte mit Namen Arkay, der sich beschwerte, dass mein Drogenkonsum wesentlich zu hart sei. Aha, Startfehl, kommt da so ein komischer Gedanke. Und ich wanke in das Zimmer, wo meine Maschinen sich befinden. Ich kann die Stränge der letzten Nacht zwar nicht mehr verbinden, doch bevor sie verschwinden, ist der Rechner schon wieder hochgefahren. Ich hab keinen Plan, aber schnell bestätigt sich mein Verdacht. Die letzte Nacht hab ich mal wieder mit Drug Music verbracht. My drug music, therapeutic to the user. My drug music, therapeutic to the user. Mad Mike am Mike, 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 Mad Mike am Mike.